Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Art Truck Simulator 2. Wir sind gerade in meinem Auftrag. Und zwar, genau, da war ja was mit Cyanid, whatever. Na, von Duisburg nach Rotterdam mit unserem LKW. Genau, das ist ja eine Fracht. Frachtmarktlieferung. So ein komisches Wort. Okay. Dann starten wir jetzt gleich wieder rein. Ich weiß gar nicht, wo ist. Ja, wahrscheinlich bei der Tankstelle, wie ich mich kenne. Okay. Ganz ruhig, ich habe schon ewig nicht mehr gespielt, weil ich mache es ja sowieso immer so. Ich mache, glaube ich, zwei bis vier Folgen mache ich immer in einem Stück und dann zocke ich so 3-4 Tage gar nicht. Aber okay. Wo müssen wir denn hin? Weiß es gar nicht. Warte mal. Rotterdam. Ah genau, wir müssen jetzt hier, genau. Ah, ich weiß es schon. Genau, da war ja jemand. Da war ja so ein Kack. Okay. Ganz ruhig hier. Einlenken komplett. Episch, nice. Oh Jungs, jetzt können wir da ewig warten, oder was? Aha. Wäre gleich wieder vorgefahren, ich vollhorst. Aber gut, so. Habt ihr es bald, was ist los mit euch? Ist es halb zwei in der Nacht und ihr guckt hier runter, die letzten Vollidioten. So, jetzt. Komm. Du wartet hier, Kollege. Kollege, komm mal. Passt, kein Unfall verursachen. Jo, passt alles, ist in Ordnung. Okay. So, dann fahren wir noch 2 Stunden, na super. Aber gut. So, das ist jetzt der 48. Part, das heißt 3 Folgen, also ja. Ja, 3 Folgen eigentlich noch. Okay, schauen wir mal. Das heißt, ich mache jetzt wieder eine komplett normale Stunde und dann werde ich schauen, dass ich den letzten Part mit der komplett neuen Frachtlieferung machen. Ich schaue einfach, wie es sich ausgeht, ganz einfach. Also letzter Part kann, keine Ahnung, wie lange es sind. Der kann 5 Minuten sein, der kann Viertelstunde sein, der kann eine halbe Stunde sein. Ich habe keinen Plan. Aber gut. Denn ich will schon, dass der letzte Part, also dass wir dort noch die letzte Frachtlieferung oder die letzte Lieferung oder whatever ausliefern. Und dann beenden wir das Let's Play. Aber gut, so. Wenn der mal weiter tun würde, das wäre natürlich auch ganz toll, denn wir haben ein bisschen Zeitdruck, Kollege. Ja, ein bisschen. Wir haben nur 1,5 Stunden, dass wir es aufnehmen können. Und dann haben wir genau 50 Folgen. Und dann beginnt Minecraft. Und nach Minecraft beginnt Saints Row the Third. So. Gib mal Gummi jetzt hier, was soll denn das hier? Kann ja wohl nicht sein. Ist hier wo Hochverbot? Ich habe keinen Plan. Das ist auch das kacke mäßige. Wisst ihr? Ach, leck mich doch. Wehe, das ist ein Hoverboard. Wehe, ich sag's euch. Ohne Witz. Fuck. Jupp, hier ist ein Hoverboard. Fuck. Okay, sieht gut aus. Das war noch sehr knapp. Ich glaube, der LKW fährt wenigstens ein bisschen schneller. Komisch, LKW fährt schneller als so ein Kackbus oder Wagen oder whatever. Das war. So. Weil ich mich ein bisschen komisch anhöre, ja, das liegt gerade deshalb, weil es gerade Sonntag ist, ja, 9 Uhr fast. Und, also in der Früh. Und ich bin gerade erst aufgestanden, deshalb, naja. Okay, gerade, was heißt gerade, vor einer Stunde oder so. Aber bis ich mal komplett wach bin, da sind da 2-3 Stunden. Nee. Okay. Kollege, könntest du ein bisschen schneller fahren? Ich weiß auch nicht. Ich habe hier auch keine leichte Lieferung. Ich habe nur Cyanid 18 Tonnen. Das ist auch nicht unbedingt leicht. 18 Tonnen, hallo. Besoffen oder was? Ich weiß gar nicht, wie viel wiegt ein LKW eigentlich. Ich glaube nicht 18 Tonnen, hä? Nee, warte mal. Ich schätze so 3. Nee. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie viel ein LKW eigentlich wiegt. Ob ein LKW mehr wiegt als die Kacke. Muss, nee, doch. Ein LKW muss mehr wiegen als das, was sonst kann er da gar nicht bewegen. Also ich schätze, so ein LKW würde dann das
sind 18 Tonnen, dann wären so, weiß ich nicht, 30 Tonnen oder so mit LKW wegen. Schreibt es mal in die Kommentare. Okay, so, jetzt müssen wir abbiegen. Na dann. Rotterdam, ganz genau. So, bremsen, gucken. Er guckt natürlich nicht, weil viel voll aus. Und rein mit der Gurke. Nee, ist nicht, nix Gurke hier, das ist unser LKW. Also. Unser LKW dürfen wir nicht beschimpfen. Whatever. So. Junge. Okay, da kann ich jetzt eigentlich nichts sagen. Ich meine, 18. Besoffen? Ja, doch. 18 Tonnen Berg hoch und das ist wirklich nicht leicht. Also, muss man mal sagen. So. Und hier wieder. Ah, halt, du voll hast. Mann, Mann, Mann. Ja, du auch, okay. Ja, ihr fahrt alle. Ist in Ordnung, sag mal. Alter, wie knapp. What? Das war sehr knapp. Das war übelst knapp, Alter, sag mal. Du kannst es echt einschätzen, Kollege. Wie knapp das ist. Nicht schlecht. Wo ist die Karte? Hier ist die Karte. Aha, okay. Tanken brauchen wir jetzt noch nicht. So, da lala. Ah ja, beim letzten Part hat mir ein, ja, wie soll ich sagen, ein YouTuber, ein Abonnent, ist ja egal. Ein Abonnent, sage ich mal, hat mich angeschrieben und hat gesagt, ich habe noch immer ein Ticket von einer Maut. Na, ganz toll. Das heißt also, ich denke, ich hoffe mal nicht, aber ich denke, dass wir dann, wenn wir zunächst mal zur Maut kommen, wenn wir mal noch zu einer Maut kommen, dass wir dann wirklich ordentlich blechen müssen. Also das wird nicht billig, muss man mal sagen. Denn ich meine, wir fahren jetzt so lange schon herum, ohne das zu bezahlen. Und ja, kann ich nichts machen, wenn hier keine Maut ist. Aber ich habe so ein Gefühl, dass hier eine Maut kommt, oder? Das ist natürlich jetzt richtig episch, scheiße. Nee, ich glaube, da kann man LKWs kaufen, ja, ich glaube, das ist das. Aber gut, das kann mir jetzt kackegal sein. Ich dachte schon, das ist eine Maut, aber ich glaube, die Maut hat eine andere Farbe. So, was ist los hier? 30 beim Dingsbums, bei der Tankstelle ist natürlich auch ganz toll. Wie wäre es mit 10 oder so? Das wäre ein bisschen besser, weil ich glaube nicht, dass man mit 30 kann man schon doch so BAM durchrushen, Alter. Mann. Ja, aber gut, so. Das ist schon eine Autobahn, jupp. Naja, so weiß ich nicht. Wird das eine Autobahn sein? Das sieht aus wie. Ja, doch, es sieht aus wie. Doch, das ist eine Autobahn, ja. Ja, siehe, vorher habe ich ja das Schild gesehen von einer Autobahn. Jupp. Ich weiß nicht, das ist so eine Nebenautobahn oder keine Ahnung. Ja, Nebenautobahn. Es gibt nur eine Autobahn Vega und das ist die richtige Autobahn. Mehr gibt es nicht Vega. Schnauze. Okay, ich halte schon die Schnauze. So. Was hat denn der? Der Anhänger sieht natürlich sehr viel einladend aus. Ich meine, da steht gar nichts drauf. So weiß man sofort. Okay, das ist das. Ich schätze mal, das sind Tiere. Oder? Keine Ahnung, ich habe keinen Plan. Ist es überhaupt illegal, wenn man in. Ich glaube, wir sind in Deutschland, ja. Wenn man in Deutschland Tiere. Wieso soll das illegal sein? Dass man in Deutschland am Tiere herumkutschiert, also nicht kutschiert, zu einer Metzgerei führt und dann tötet. Ganz kackenfrech. Und warum sollte das illegal sein, Vega? Ich weiß es nicht. Ich bin doof. Egal. So. Ja, 17 Minuten noch, das passt. 16 Minuten, 16 Kilometer, natürlich. Jede Minute einen Kilometer, oder was? So schön sind wir auch nicht. Aber gut. Später Vollmond. Also der Mond endet sich wirklich nicht. Jedes Mal Vollmond. Und ich glaube, es ist soweit, dass wir keinen Regen mehr bekommen bis zum letzten Part. Na, es wird keinen Regen mehr geben. Super! Ganz großes Kino hier wieder. Scheiße hier. Leck! Mach keinen Scheiß. Ganz kurz gucken, Leute. Ich muss hier ganz kurz gucken, dass der Kack aufnimmt. Wenn er aufpasst. Ah, das ist nur so eine. Sonst ist Dame Check, also deshalb hat es kurz geleckt. Okay. So. Was ist hier? 50 Watt? Sofen oder was? Oh shit. Warum sollte ich jetzt 50 fahren? Mann.
mal ganz kurz wechseln hier, so passt. Europort, Euro, whateverport, glaube ich, und Amsterdam. Nee, da. Ich dachte, wir müssen nach. Wir müssen ja gar nicht nach Amsterdam, what the fuck? Wo fahren wir denn hin? Nach Rotterdam müssen wir, Kollege Schweißwurst. Dachte ich mir, oh Gott. Mann. Wir können uns wirklich nichts aus. Oder liegt Amsterdam jetzt auf einmal in Rotterdam oder was? Keine Ahnung. Das sieht aus wie ein Wolkenkratzer, nur mal so. Ganz so. Ist mir gerade eingefallen, weil ich es kann. Egal, wo ist denn hier der Eingang? Ah, hier, what the fuck? Das ist zu schnell. Nee, passt. Passt. So, rein mit der Gurke. Okay, es ist eine Unsere, will ich ja nicht. So, nur gut, dass wir die Kacke Gott sei Dank nicht so ausliefern müssen, so dass wir wirklich dort hinstellen uns müssen. Boom. So. Weil den LKW müssen wir ja auf Dingsbums dann aufleeren. Aber Gott sei Dank nicht ablehren, so mäßig. Wisst ihr? Okay. Boah, Alter. 900 Level 15, was soll denn das? Kann aber nicht sein. Ich würde sagen, wir machen noch eine Frachtmarktlieferung und dann. Ja, und dann werden wir noch zum Schluss dann noch ein paar so also Mini-Aufträge machen, damit es dann auch passt. Okay, das ist hier Druckbälle, 22 Tonnen Luxemburg, mir aus. Das ist in, was ist das? L. Was ist L, egal. 14.000, das ist das teuerste, oder? Ja, sicher. Klar. Ja, 12.000 passt, okay. Das ist schwer oder übergroße Ladung. Okay, super. Okay, mach mal. Nur müssen. Ja, wir müssen schlafen. Und genau deshalb ist hier auch eine Tankstelle. Yay, haben wir Glück. Okay, auf geht er. So. Einmal rechts bitte. Kommt keiner. Passt. Hier kommt mal auch keiner. Nope. What? Nicht so krass rüber, das wäre unser Todesurteil. Wo ist denn hier das Ding? Hä? Ah, hier, okay. Whoops. Eck hat mich verfahren. Sorry. Whoops. So. Alter, was für ich für einen Kack heute zusammen? Da wo man nicht war sein. So. Und hier irgendwo. Was ist denn das jetzt hier? Das ist eine Garage. Für 18.000, Alter. Für 180.000. Wie bitte soll man in dem Spiel 180.000 Euro verdienen? Ich meine, da darf man sich ja nichts kaufen, da darf man sich keinen eigenen LKW kaufen und gar nichts. Okay, man kann man sich auch nicht kaufen. Aber gut, so. Wo ist denn hier das Ding? What the... Bin ich besoffen oder was? Hier hinten, hier muss ich hinfahren, okay. Doch. Mann. Ich habe gar nichts mehr aus. Wer bitte kommt auf so eine blöde Idee hier hinten in der letzten Ecke, in der letzten Gasse, dass man hier schlafen kann? Wer kommt auf so eine Idee? Hä? Hä? Wie verkohlen? Wo ist denn hier das Ding? Kann ich hier schlafen? Bitte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Leute, aber ich habe keinen Plan, wo ich hier reinfahren kann, dass ich schlafen kann. Wartet mal. Boah, Alter, wenn ich mal umdrehen könnte hier. Ich sehe auch nichts, weil es 4 Uhr in der Früh ist, was soll das? So, jetzt hier ganz, ganz ruhig, Wegger. So, mal hier hin. So. Ich denke mir einfach mal, dass ich nicht das kaufen will. Nee. Kann ich hier reinfahren? Also, noch geiler. Kann ich hier draußen rein? Wo ist hier der Schlafplatz, Alter? Wollt ihr mich verkohlen? Sag mal. Nicht nervt. Wo ist hier der Schlafplatz? WTF, Alter. Hä? Bin ich besoffen? Ich bin ja hier irgendwo, aber hier irgendwo sollte der Schlafplatz sein. Und das ist irgendwo der Parkplatz oder so. Natürlich auch sein, aber hier ist alles nur Müll und solche Tonnen, so Behinderte. Sieht aber gar nichts aus wie ein Schlafplatz. Nee, hier ist kein Schlafplatz. Ich hab keinen Plan.
Ach, leck mich doch, wir suchen uns anderen. Und zwar hier. Mann. Ich habe keinen Plan, wo hier der Schlafplatz sein soll, aber okay. Ich denke mal ganz. Ja, ich glaube, das meint es so, dass ich zuerst die Kacke kaufen muss, die Garage, und dann kann ich erst hier schlafen. Wie Kacke ist denn das jetzt hier, bitte? Also, wenn ich nicht genug Geld habe, so wie ich jetzt hier, kann ich hier auch nicht schlafen. Super. Das haben sie natürlich wieder ganz klar gemacht, die Entwickler. Aber egal, so. Einmal links bitte. So, geht doch. So, einmal nochmal links bitte. Kommt keiner, passt das. Alter Falter. Ich hab so ein Gefühl, ich fahr falsch. Ich hab so ein Gefühl, dass es richtig ist, dass ich falsch fahr. Super. Warte mal. Zurück, okay. Gut, dass das keine Sicht sind, denn das waren welche herumfuttert. Was für ein Fail heute ist, Mann. Komm. Ich muss hier schlafen. Ja, ich weiß, ich blockiere gerade, kann ich nicht machen. Komm, dreh rüber, die Kacke. Komm. Das geht. Oh Gott sei Dank. So, können's fahren, bitte schön. Okay, Kameraperspektive, Dingsbums ändern. So, okay, passt jetzt. Jetzt schaut's gut aus, so will ich das. Okay. So rum, okay. Dann ist hier eine Ampel, na super. Oh, Mann, voll nett. Okay. Und dann ist, dann müssen wir hier, okay. Gummi. Ja, ich weiß, du bist müde, aber ich kann ja auch nicht machen jetzt hier. Ich gebe schon mein Bestes, dass wir mal schlafen können hier, die Kacke hier. Okay. Und hier irgendwo sollte ein Schlafplatz sein. Irgendwo am Arsch der Welt. What the fuck? Okay. Auf zum Hub, piepen, whatever. Mann. Okay, und jetzt da hier ist Hotel, passt. Gott sei Dank, meine Güte, ey. Darf nicht wahr sein. So, hier rein. Wow. Hier, okay. Ach, Gott sei Dank. Wir haben es geschafft, Leute, wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Ja, wow. Wie knapp ist das, bitte? Das ist ja nicht schlecht. Okay, Motor aus, Feststellbremse. Kann ich noch nicht, super. Mann, Motor, Feststellbremse, Motor, nee, Feststellbremse, Motor aus und jetzt schlafen, so rum. Oh, Gott sei Dank. Mensch, ist jetzt da wieder Tag. Okay, 1. Kreditrate und 870. Gesamtsumme wurden, was heißt das jetzt, wurden gezahlt? Das hab ich gezahlt, oder? Wahrscheinlich. Egal, so. Jetzt aber hier. Jetzt geht's auch zum Auftrag. Da war ja was. Okay, wenn ich sehe, wieder was. Mann. Wie spät ist es? Mittwoch? 1 Uhr. 1 Uhr. 1 Uhr, okay. So, ich brauche die Karte bitte, danke. So. Ah, es ist schön, wenn ich mal wieder was sehe. Komm, mach mal hin jetzt hier. Oh, danke. So. Ich warte jetzt nicht. Sag mal! Fahr halt du! Ich bin. Ich hasse Ampeln, habe ich das schon mal gesagt? Ich hasse Ampeln so ohne Ende, Alter. Ohne Witz. Scheiße hier. Kack Ampeln. Dann alle weggesperrt, die Kacke. Mann. Okay. What the fuck? So. Tanken müssen wir nicht. Okay, das passt. Gummi, gib Gummi. Ich will hier weg von der Spatzen und den Kackampeln, das nervt. Obwohl auch irgendwo am Arsch der Welt auch Ampeln sein können. Das heißt, wenn nicht so eine stark mäßige Straße ist, wo so viele Autos herumfahren. Kann natürlich auch Ampeln sein, warum auch immer. Aber gut. Ja, komm. Ach, gib Gummi. Dit.
kommt keiner, hier kommt einer, fuck.